Am Feldberg freuen sich Wintersportler über 31 Liftanlagen und 50 Kilometer präparierte Pisten. Der Schwarzwald ist das höchste Mittelgebirge Deutschlands. Der Schnee hält sich hier länger als anderswo. Besonders am Feldberg, dem größten und auch ältesten Wintersportgebiet Baden-Württembergs. Rund um den Feldberg entstand das Skilaufen. 1891 der erste Skiläufer auf dem Feldberg gesichtet. Auch der erste Skilift entstand hier im Hochschwarzwald. Also das ist tief verwurzeltes Skifahren hier in dieser Region. Trendsportarten sind dazugekommen, wie Snowkiten. Alles, was man braucht, ist ein bisschen Mut, eine freie Fläche und viel Wind. Letzteres gibt es auf dem weitläufigen Plateau des Feldbergs reichlich. Im Schwarzwald gibt es noch 70 andere Berge, die über 1000 Meter hoch sind und beste Wintersportbedingungen bieten. Für Skilangläufer gibt es mehr als 60 Loipen. Besonders attraktiv, ein Teil der Loipen ist zu zwei Fernskiwanderwegen verbunden. Der längste ist 100 Kilometer lang. Wir haben diese Loipen der einzelnen Orte vernetzt. Wir haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und in den letzten Jahren wurden diese Loipen alle zertifiziert. Das heißt, sie wurden kontrolliert, sie wurden entsprechend den Bedürfnissen der Langläufer angepasst. Und sie sind alle einheitlich ausgeschildert. Und auch sie kommen auf ihre Kosten, Schneeschuhwanderer. Ausgewiesene Strecken führen sie sicher durch die Landschaft des Schwarzwalds. Bei einem guten Winter profitieren Besucher noch bis in den April von den vielen Angeboten dieser Wintersportregion.